gibt praktische Autos, emotionsgeladene Autos, vernünftige, unvernünftige, große, kleine und eben angeblich auch Frauenautos. Nissan hat eine Marktlücke ausgemacht, die mit dem Micra C+C ausgefüllt werden soll. Es soll eine weibliche Käuferschicht für Cabrios geben, die nicht das Maskuline, sondern, naja, das Niedliche verkörpern. Frauen, die kein Mini Cooper Cabrio kaufen und keinen Opel Tigra Twin Top, sondern eher was Putziges, wenig Aggressives. Und das soll dann der neue Micra C+C sein. Scheinwerfer schauen unschuldig wie die Glubschaugen eines Käfers in eine gefährliche Welt. In 22 Sekunden verwandelt sich der Micra in ein Cabrio. Das Verdeck stammt von Karmann. Es faltet sich fast so geschmeidig wie bei einem Mercedes SL. Die Preise beginnen bei 16.590 Euro. Das ist weniger als bei der Konkurrenz von Opel und Peugeot. Der Micra könnte sich tatsächlich zu einem Frauenliebling entwickeln. Frauen schauen bei Männern angeblich zuerst auf den Po. Je knackiger, umso größer das Begehren. Schade, liebe Nissan-Designer, dass ihr eurem Micra Cabrio kein sportlicheres Hinterteil verpasst habt. Wir fahren die 110 PS-Version, die recht ordentlich am Gas hängt, uns allerdings nicht vom Hocker haut. Denn der C+C muss auch über 1200 Kilogramm Leergewicht bewegen. Der Nissan macht einen grundsoliden Eindruck, spurtet in 10,6 Sekunden von 0 auf 100 und läuft 191 km/h Spitze. Alternativ gibt es noch eine günstigere 88 PS-Variante. Im Geheimfach unterm Beifahrersitz lassen sich Wertsachen auch bei geöffnetem Verdeck sicher verstauen. Dazu gibt es im Beifahrerfußraum einen Haken für Einkaufstaschen. Und der CD-Wechsler schluckt 6 CDs auf einmal. Aber ein 2-plus-2-Sitzer ist er nicht. Der Micra bietet Platz für 2 und Shopping-Stauraum auf der Rückbank. Solide zeigt sich das Auto auch innen, abgesehen vom labbrigen Aschenbecher. Aber Rauchen ist ja sowieso ungesund. Und nur ein Sitzheizungsknopf für beide Sitze, ei, da muss der Beifahrer automatisch mitgrillen. Aber beim Verbrauch hört der Spaß auf. 13 Liter laut Bordcomputer sind definitiv zu viel. Dafür gefällt uns das schlüssellose Starten. Schlüssel in der Hosentasche und auf geht's. Fazit: gute Fahrleistungen, zumindest in der 110 PS-Variante. Grundsolide Verarbeitung, gutes Verdeck, großer Kofferraum auch bei geöffnetem Dach. Nur der Benzinverbrauch hat uns nicht gefallen, auch wenn wir hier in Portugal viel Vollgas gefahren sind. Also im Großen und Ganzen ein gelungenes Knuddelcabrio. Allerdings nicht nur für Frauen.